Hallo, mein Name ist Alexa und willkommen zurück zu Let's Play Monstrum mit Tobi Toast. Heute werden wir uns in ein weiteres Abenteuer an Bord dieses verlassenen Schiffes stürzen. Vergesst an dieser Stelle natürlich nicht, Tobi zu abonnieren und das Video zu liken. Und falls jemand wieder auf die Idee kommen sollte, erster in die Kommentare zu schreiben, dem werde ich seine Computer hacken und alle peinlich nackt Fotos an seine Eltern schicken. Hahaha. Viel Spaß mit dem Video. Tobi Toast. Let's Plays mit Geschmack. Oh, ist das ekelhaft. So, Freunde, kurz vorweg erstmal ein kleines Dankeschön an die gute Alexa, die mir heute mal das Intro abgenommen hat. Ich hoffe, die hat den Job gut gemacht und euch keine Scheiße erzählt. Und ja, da wir im letzten Livestream ja eine ganze Menge Spaß trotz Geist gehabt haben in diesem Spiel und ich neue Motivation gefasst habe, dachte ich mir, ich nehme mal wieder eine kleine Runde auf und ja, wir haben heute mal wieder ein bisschen Spaß zusammen. Weshalb wir natürlich direkt mal wieder die Taschenschlampe aufheben, mal kurz die Schubladen. Ach komm, was ist das Feuerzeug? Das können wir eigentlich mal liegen lassen. Aber die Fuse nehmen wir natürlich mit, die ist natürlich von höchster Wichtigkeit. Und wie es scheint, starten wir heute mal wieder im Wohnbereich. Ja, ihr wisst ja, ich nenne es ja immer gerne Wohnbereich. Und wir gucken erstmal ganz kurz. Ich hoffe, ich habe meine Lautsprecher hoch aufgedreht, damit ich auch wirklich alles mitbekomme. Ich habe jetzt schon wieder Angst vor Kameras. Ich sehe da hinten schon eine. Ja, ich habe dich nicht übersehen, Freundchen. Ich sehe... Ach komm, das ist doch jetzt echt ein Witz, ey. Mal diese blöden Dinger hier immer, die gehen mir ein bisschen auf den Senkel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn ist auch schon eine, die können wir jetzt mal geschickt umlaufen. Gehen hier mal kurz hinein, öffnen den Spind, wir kennen das Prozedere ja schon. Und... Dü-dü-dü-dü-dü. Ist hier... Es fängt ja gut an. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Ey, weißt du, das war im Livestream schon so gewesen, weißt du? Direkt zu Anfang... Och nee, komm. Nur weil ich jetzt gesagt habe, dass wir im letzten Livestream richtig Spaß mit dir gehabt haben, heißt das nicht, dass du jetzt nochmal auftauchen musst. Ganz ehrlich, kein Bock. Wirklich kein Interesse, tut mir leid. Schon im Livestream, weißt du, wir fangen an. Subheadlight, direkt Subheadlight. Weißt du, wo wir uns sonst immer so richtig den Arsch nach abgesucht haben? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Ich lege meinen Rückwärtsgang ein. Ich habe das Gefühl, wir sollten uns verstecken. Der ist doch so scheiße penetrant, dieser blöde Stummelbein-Dingsbums-Gedöns, ey. Mann! Warum fängt er eigentlich jedes Mal an zu atmen, wenn wir im Spind sitzen? Keine Ahnung. Bei uns flackert ja kein Licht, ne? Licht flackern heißt erst in der Nähe. Wenn Licht aus ist, dann sollten wir, glaube ich, aufpassen. Wir sollten so oder so, glaube ich, aufpassen, aber hey. Klar, weißt du? Strom geht aus. Aber die Kameras funktionieren noch. Die sind, die funktionieren mit so einer neuen Technik. Was soll ich denn fit sein? Warte mal, wir müssen hier hin, ne? Reiner! Mein Arm juckt. Kennt ihr das? Wenn ihr so denkt, dass an eurem Arm gerade irgendwie eine Fliege läuft, aber es doch nur der Ärmel ist? Ist voll merkwürdig. So, hatte ich gerade. Hier erstmal kurz. Hier erstmal, da ist nichts. Und wir müssen nochmal auf die andere Seite rüberhuschen. Ja, mach auf und... Ich bin hier nicht gewesen. Mach die Tür zu. So, was ist denn hier? Schallplatte, die wir nicht mitnehmen können? Warum eigentlich nicht? Es gibt ein Schallplattengerät? Schallplattengerät? Bin ich jetzt doof? Fällt mir gerade der Name nicht ein? Oder hieß das jetzt wirklich Schallplattengerät? Nee. Plattenspieler. Ich bin mal wieder ein bisschen durch. So, pass mal auf hier. Oh, du bist echt so ein Drecksding, Alter. Ich hasse dich so. Alter, ich hoffe, wir finden gleich nochmal irgendwie Klebeband oder sowas. Geht's da hinten eigentlich weiter? Ich kann mich auch nicht nach rechts gucken, ne? Ich kann nur links irgendwie. Ach komm, hör doch mal auf. Diese Prank-Kameras hier immer, ne? Dreh dich doch mal weg! Wenn ich jetzt gucke, dann... Ja, okay. Hast du nochmal Glück gehabt, ne? Sonst hätte ich jetzt mit dem Hammer auf dich eingeschlagen. So, komm schon, dreh dich. Boah, diese Kamera, das ist das Schlimmste im Spiel. Das Schlimmste. Ich weiß nicht, welcher sadistische Entwickler da auf die Idee kam, Kameras einzufügen. Ganz ehrlich, das ist die dämlichste Idee, die sie je hatten.
So, ich höre kurz. Die dreht sich wieder gekonnt weg. Wir müssen jetzt allerdings in die andere Richtung, weshalb wir uns hier nochmal kurz drunter stellen. So, wir haben auf jeden Fall schon mal ein Subheadlight. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn ich nicht spielen würde, ne? Ja. Wir kennen das ja schon. So, warte mal. Ich glaube, der Geist, kann das sein, dass der Geist, also Stummelbeinchen, das hört, wenn wir rennen? Wofür ist das denn hier? Achso, ich dachte, da kann man den Fuse einsetzen. So, man merkt, ich gehe heute nicht mehr so ganz systematisch vor wie sonst immer. Sondern mehr so ein bisschen durcheinander. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Hier hat jemand seine Pfandflasche vergessen. Oh, ein Radio. Ein Radio ist eigentlich immer, das ist immer eine tolle Sache. Das ist eigentlich immer eine gute Sache, wenn man das findet. Hallo, Herr Geist! Zweites Treppenhaus. Ich sehe keine Kamera zum Glück im Gang. Das ist schon mal sehr gut. Und ich sehe es jetzt schon. Oh, ein Rucksack, Alter. Die Runde fängt gut an, Leute. So, El Spindo auf. Ansonsten. Es ist nicht der Geist. Es ist Schleimi. Das ist doch hier der Popel. Der Popel, den ich mal weggeschnipst habe, der daraufhin ein bisschen sauer geworden ist und mich seitdem verfolgt. Der alte Schmierpopel auf Bein, natürlich. Ich habe nämlich eben seine Schritte im Gang gehört. Okay, warte mal, wir wechseln mal eben kurz die Richtung. Bei ihm flackert das ja... Nee! Ah, hast du ja wieder toll gemacht. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Und ja genau, sperr dich halt aus, du Vollidiot. Nein, bitte nicht, es fing so gut an. Es fing so gut an, liebes Spiel. Bitte tu mir das jetzt nicht an. Hässliches Schleimvieh. Ich habe für den noch keinen richtigen Spitznamen, muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht fällt euch auch was Gutes ein. Der Popel auf Bein. Schleimi. Keine Ahnung. Der Popel, den niemand wollte. Ich weiß es nicht. Mir fällt zudem echt kein guter Spitzname ein, du. Das ist, Der trägt wieder den ganzen Schmutz hier rein. Ich hoffe, der macht hier auch nachher sauber. Ich wäre sehr entzückt darüber. Ich warte gerade eigentlich nur, dass er sich wieder in... Ja, kein Problem. Warum schreist du hier so rum? Du hast keinen Grund hier rumzuschreien, Alter. Es ist nach 10. Bitte. Ja, versuch einfach mal ruhig zu sein. Hier sind Leute am Schlafen. Beziehungsweise sind alle tot. Aber trotzdem, die wollen auch ihre Ruhe haben. Na? Ich sehe dich. Alter Spacko. Schleimspacken hier. Ja. Ja, ich meine dich. Der ist auch so ein bisschen nervös, ne? Der steht da immer die ganze Zeit so. Ich weiß nicht. Entweder ist er schüchtern oder ein bisschen nervös. Oder beides vielleicht. Was machst du denn da in der Ecke? Da ist nichts. Ja, vielleicht habe ich mich ja in einem Karton versteckt. Man weiß es nicht. Kann ja sein. Der wag es nicht. Freund, jetzt halt mir nicht deinen blöden... Ah! Mit deinem Arsch aus meinem Gesicht, ey. Ekelhaftes Mistvieh, Alter. Blöder Schleimspacken, ey. Ich hau jetzt ab. Bin weg. Ach, hier auch noch. Hier genau. Alles wieder schön kaputt gemacht. Ja, so kennt man ihn, ne? So kennt man ihn. Auf welchem Deck sind wir? Deck 5. Wir merken uns, wir müssen später auf Deck 4 weitermachen. Natürlich! Und wir werden direkt von der Kamera begrüßt. Was auch sonst. Das Schlimmste, was dir eigentlich wirklich passieren kann, ist, dass du hier im... Wohnbereich beginnen musst. Ist hier vielleicht irgendwas von Wichtigkeit drin? Wir werden gleich mal gucken. Ach, mal die Fresse. Soll ich es riskieren, Radio dort reinzuwerfen? Da gibt es Fenster. Wir könnten rein theoretisch nach draußen gucken. Von draußen reingucken. So, genau. Dreh dich einmal schön. Ich bin nämlich nicht hier. Ich bin nicht da. Bitte ignorieren Sie mich. Oh, die ist nicht angegangen? Oh, die ist nicht angegangen. Super. Oh, hier, guck mal, noch ein kleiner Wecker. Dem ich natürlich auch eine Bitte. Wann stehen denn Sachen im Regal? Das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Obwohl, doch, habe ich, glaube ich, schon gesehen. Aber scheinbar bin ich nur ein bisschen dement. Dement. So.
Hier nochmal kurz den Spind aufmachen. So, hier ist nichts. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass irgendwann für Monstrum nochmal ein richtig fettes Update kommt, womit richtig viele neue Sachen dazukommen. Aber ich bezweifle dies einfach mal. Wobei ja immer wieder der Mythos aufgetaucht ist, dass ja angeblich nochmal irgendwie ein Multiplayer aufbauen soll. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie hier ein Multiplayer im Spiel aussehen soll. Ja, wobei du könntest zu zweit versuchen zu überleben, ne? Das könnte man natürlich, das wäre eigentlich ganz witzig. Eigentlich wäre das schon ziemlich witzig, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich weiß nicht, woher diese Info überhaupt ursprünglich kommt. Das würde mich auch mal interessieren. Woher habt ihr diese Info? Das war jetzt Glück gewesen. So. Ich sagte es ja eben schon mal, mein systematisches Vorgehen hat mich heute mal irgendwie so ein bisschen verlassen. Ich weiß auch nicht genau warum. Hat wahrscheinlich Urlaub. Ach komm, hör auf. Die perfekte Runde wäre eigentlich, oder der perfekte Rundenanfang wäre eigentlich tatsächlich, wenn du im Wohnbereich anfängst und direkt Klebeband findest. Dann bist du der König. Ich sag's dir. So, was steht denn hier? Aha, sehr interessant. Ah, okay. Hör doch auf, Mann. Ich fand's bei Alien Isolation besser. Da hast du immer dieses Raster immer gesehen, wo die Kamera gerade hinguckt. Ich schaue auch immer dann um die Ecke, wenn die gerade, ne? Scheiß Mobbing-Kamera. So, jetzt darf ich aber. Scheiß Ding, ey. Kitchen. So, gucken wir mal in die Kitchen. Was haben wir denn hier in der Kitchen? Nicht viel. Doch, ein Fuse. Oh, Fuse ist immer gut. Fuse ist immer, das ist immer wieder eine... Habe ich gerade was gehört? Nein. Fuse ist immer eine Freude, wenn man dies findet. Da kann man immer ganz glücklich sein. So, wir müssen jetzt... Ja, natürlich guckt sie wieder. Wo soll sie auch sonst hingucken? Die kann ja nicht mal zufällig in die andere Richtung gucken. Wieso auch? Ach, blödes... Okay, wir müssen da gleich mal eine Fuse einsetzen, glaube ich. Erstmal gucke ich hier aber ganz kurz und dann gucken wir mal in den Raum hinein, der eben abgeschlossen war. Ob dort... Ich habe ja eben schon Popelbläschen übrigens gesehen. Ob dort irgendwas von Interesse drin ist. Ich weiß noch nicht mal, womit wir hinkommen wollen. Das ist natürlich die Sache. Schlüssel für den Helikopter. Den Helikopter hatten wir schon zweimal. Also ich würde gerne entweder nochmal mit dem U-Boot oder mit dem Floß fliehen. Aber Helikopter muss jetzt, glaube ich, nicht nochmal sein. Das hatten wir schon oft genug gehabt. Das lassen wir mal lieber. Das ist, glaube ich, eine sehr dämliche Idee, möchte ich meinen. Wie doof ist denn die Kamera heute? So, noch ein Radio. Wir sind gut ausgestattet, möchte ich meinen. Scheiße, hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Beruhig dich mal! Junge! Wo ging's denn in die Küche? Also, da ist zu. Da kommen wir nicht lang. Aber hier durch die Küche können wir eine kleine Abkürzung gehen. Das ist ganz praktikabel. Ach du Scheiße, kommen wir da... Geht das? Kann man da... Können wir uns da gefahrenlos vorbei bewegen? Sehr knappe Sache, sehr, sehr knappe Sache. Vielleicht wäre es besser, jetzt die Tür zu machen. Leider reicht meine Gehirnkapazität für solch einen durchdachten Plan leider nicht. Okay, pass auf, wir suchen mal wieder die Treppen auf. Wir sind hier, glaube ich, jetzt eigentlich durch, auf diesem Deck möchte ich meinen. Deswegen, El Trepos Grandos. Wo seid ihr? Nein! Nächster, bitte! Oh Mann, Alter, das ist... Die letzten 45 Sekunden beschreiben einfach mein Leben, die letzten 45 Sekunden beschreiben einfach mein Leben. Mein gesamtes Leben. Warum hat man jetzt den Alert-Sound schon wieder gehört? Was ist denn das? Ich will nicht ständig meinen Alert-Sound hören, wenn ich in einer anderen... Dings bin, das... Mann. Oh.
Na gut, Freunde, ich würde sagen, ich beende die Folge dann einfach mal an dieser Stelle, weil es sich gerade eigentlich recht gut anbietet. Ist natürlich heute mal wieder ein bisschen kürzer, aber so. Auf jeden Fall, liebe Freunde, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss, euer Tobi.